Der Potlatsch war unter einigen indigenen Gesellschaften entlang der nordwestlichen Pazifikküste verbreitet und ursprünglich ein Fest des Schenkens. Sinn des Potlatsch war das Verteilen von Geschenken, das zum Ziel hatte, die innerhalb von Herrschaftslinien ererbten Namen, Titeln und Privilegien öffentlich vor anderen Würdenträgern zu beglaubigen und auf Dauer zu bestätigen, weshalb das sehr selten begangene Fest insbesondere bei Geburt eines Häuptlingsnachkommens, Tod eines Ältesten oder vergleichbar wichtigen Initiationsriten wie Reifefeier oder Hochzeit veranlasst war. Die zu bestätigenden Familienrechte und Privilegien der Kwakiutl oder Quagul wurden zu diesen Gelegenheiten mittels der zur Schaustellung der sie symbolisierenden Masken und anderer Kultgegenstände sowie der Aufführung von rituellen Tänzen, Liedern und durch Beweise magischer Fähigkeiten öffentlich gemacht. Der religiöse Aspekt der nach sozialem Rang und Stellung der Beschenkten streng geregelten Zeremonie lag zudem darin, dass nach Wert und Erlesenheit der Gaben sich bemaß, welche Stellung in der Reihe der jenseitigen Ahnen diejenigen, für den der Potlatsch veranstaltet wurde, in Zukunft einnahmen. Das spirituelle Ansehen innerhalb der Gemeinschaft hing ebenso davon ab wie die Gunst der Verstorbenen. Somit fungierte der Potlatsch welterhaltend als Scharnier zum Totenreich, er regulierte die soziale und politische Ordnung der diesseitigen Welt, bestätigte Rechtsansprüche gegenüber ererbten Privilegien und stabilisierte ständische Hierarchien, die jedoch nicht auf die Akkumulation materieller Güter innerhalb einer Familie beruhten, sondern stattdessen die werthaften Objekte mehr oder weniger stabil unter den Hausgruppen gleich verteilte. Den Potlatschbrauch hatte Marcel Mauss zum zentralen Beispiel seiner Gabentheorie ausformuliert. Ihn ausdrücklich ein Spiel genannt und damit einen Terminus technicus für die auf verschiedene Anwendungsbereiche der Spiel- und Gabentheorie übertragbare Verschwendung von Kapitalsformen geprägt, dem von Mauss sogenannten System der totalen Leistung antagonistischen Typs. Genauer versteht Mauss den Potlatsch als ein Hasardspiel. Einen gewissen Unterschied scheint er zwar anzuerkennen, um eine Abgrenzung, auch zum Krieg oder zum Zweikampf, ist es ihm aber nicht zu tun, da diese ihm für das System der Gabe nicht relevant scheint. Mauss betont vielmehr die Gemeinsamkeiten. Das Spiel ist eine Form des Potlatsch und des Gabensystems. Neben dem Kredit und der damit verbundenen Frist, die bis zur Gegengabe gewährt wird, gelte für den Potlatsch der zentrale Mechanismus der Ehre. Mauss stellt das Ritual so dar. Der Verbrauch und die Zerstörung sind so gut wie unbegrenzt. Bei einigen Potlatsch ist man gezwungen, alles auszugeben, was man besitzt. Man darf nichts zurückbehalten. Derjenige, der seinen Reichtum am verschwenderischsten ausgibt, gewinnt an Prestige. Alles gründet auf dem Prinzip des Antagonismus und der Rivalität. Man verliert seine Stellung im Potlatsch, wie man sie im Krieg, im Spiel, beim Rennen oder beim Kampf verliert. In einigen Fällen geht es nicht einmal um Geben und Zurückzahlen, sondern um Zerstörung, nur um nicht den Anschein zu erwecken, als legte man Wert auf eine Rückgabe. Damit bewirkt man nicht nur seinen eigenen Aufstieg auf der sozialen Stufenleiter, sondern auch den seiner Familie. Wir haben es also mit einem Rechts- und Wirtschaftssystem zu tun, bei dem unaufhörlich ansehnliche Mengen von Reichtümern verbraucht und verteilt werden. Wenn man will, mag man diese Art der Verteilung Austausch oder sogar Handel und Verkauf nennen, doch es ist eine aristokratische Form des Handelns, durchdrungen von Etikette und Großmut, und wenn er in einer anderen Gesinnung betrieben würde, nämlich im Hinblick auf sofortigen Gewinn, begegnet man ihm in betonter Verachtung. Mauss bezeichnet den Potlatsch auch als eine Art Wette, ein Wettkampf an Freigebigkeit. Die gegenseitigen Dienste würden als Ehren betrachtet werden. Dies ist eine weitaus mildere und anschlussfähigere Übersetzung von Boas Darstellungen der Senses and Mental Characters der nordwestlichen Stämme Kanadas, auf die sich Mauss nämlich bezieht. A great pride and vanity combined with the most susceptible jealousy characterize all actions of the Indian. Vanity and servility are the most unamiable traits of his character. Die exorbitante Bedeutung der Ehre führe schließlich zur radikalen Verschwendung des eigenen Besitzes zum Zwecke der Demütigung des Gegners, entweder durch dessen Begabung oder durch Zerstörung vor dessen Angesicht. Umgekehrt würde dem Potlatsch
Gebenden in grotesker Weise Ehre gezollt, wenn man zum Anlass des rituellen Festes gewaltige Mengen an angebotener Nahrung verschlingt. Hatte Moos Formen des rituellen Schenkens in Melanesien und Polynesien beschrieben, unterscheide sich der nordamerikanische Potlatch eklatant von diesen durch die Heftigkeit, die Übertreibung und den Antagonismus, den er hervorruft. Heusinger war fasziniert vom Potlatch, den er wahrscheinlich durch Moos und die Lektüre von dessen Quellen kennenlernte. Sah er doch in ihm die agonale Grundlage des Kulturlebens in archaischen Gemeinschaften paradigmatisch verkörpert und seine Thesen bestätigt. Was von Moos noch als außerordentlich wahrgenommen wird, nennt Heusinger bereits die typischste Form des Potlatch, der die Ethnologen des späten 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts bei den Kwakiutl in British Columbia begegnet waren. Für Heusinger sind zwei Aspekte der Gabenhandlung ausschlaggebend, der Agon und das Fest. Der Potlatch sei eine große Festfeier, bei der die eine von zwei Gruppen mit viel Aufwand und unter allerlei Zeremoniell in großem Maßstab Geschenke an die andere wegschenkt, ausschließlich mit der Absicht, ihre Überlegenheit über die andere zu beweisen. Die einzige, dann allerdings aber auch notwendige Gegenleistung besteht darin, dass die andere Partei verpflichtet ist, das Fest binnen einer gewissen Frist ihrerseits zu wiederholen und dabei so weit wie möglich zu übertrumpfen. Beim Potlatch geben die Geschlechter oder die Clans ihre heiligen Gesänge zum Besten und stellen ihre Masken zur Schau und die von den Klanggeistern besessenen Medizinmänner toben ihre Raserei aus. Die Hauptsache aber bleibt das Austeilen von Gütern. Der Festgeber vergeudet dabei den Besitz seines ganzen Clans. Dadurch aber, dass er das Fest mitmacht, wird der andere Clan schuldig, einen Potlatch in noch größerem Ausmaß zu geben. Bliebe der Schuldner in Verzug, dann würde er seinen Namen, sein Wappen, seine Totems, seine Ehre und seine bürgerlichen und religiösen Rechte verlieren. So wechseln die Güter innerhalb des Stammes auf abenteuerliche Weise zwischen den vornehmen Häusern hin und her. Der letzte Satz in dieser Beschreibung zielt im Besonderen auf das Spielmäßige dieser Handlung. Die Güter würden zweck- und sinnlos zwischen den Gebenden hin- und her wechseln. Oder aber, um die Unproduktivität des Vorgangs zu unterstreichen und die Gabe des anderen als Ausdruck eigener Überlegenheit hochmütig zu missachten, werden zerstört. In diesem Zusammenhang bringt Heusinger den Potlatch bereits mit dem Ritterstolz und Heldenwahn des Mittelalters in Verbindung. Einer Welt, in der Namen und Wappenschilde hoch im Kurs stehen und lange Ahnenreihen zählen. Diese Welt sei nicht beherrscht von ökonomischem Kalkül, sondern vom Streben nach Ehre im eigenen System und Macht über andere. Für Heusinger steht der agonale Instinkt des Potlatch im Vordergrund und er bricht mit der Arroganz eines Kolonialisten seinen symbolischen Sinn auf die zu belächelnden Anwandlungen adolescenter Knaben herunter. Während Moos neben der ökonomischen, auf die es ihm ankommt, die religiöse Relevanz und Wirkung des Potlatch registriert und vor allem seine soziale Verbindlichkeit schaffende Funktion hervorhebt, führt Heusinger den Potlatch direkt auf seine Spieldefinition einer nutzfreien Betätigung zurück. Die Fundierung im Religiösen ist für Heusinger, indem er selbst im Zertrümmern von Trinkgläsern bei Studierendenpartys den Potlatch-Prinzip zu erkennen vermag, nicht das Entscheidende. Die rituellen Handlungen spielen bei Heusinger nur die Rolle dekorativer Staffage oder sind eben Ausdruck spieltypischer Ausgelassenheit. Vielmehr gehörten Handlungen des sogenannten Potlatch-Prinzips deshalb allgemein ins sakrale Gebiet, weil sie echte Spiele sind. Schließlich übernimmt auch Kai Loire den Dupont-Begriff, den Robert Hertz und vor allem Georges Bataille, angeregt von der Praxis der Verschwendung, die Marcel Moos in seinem Gabe-Essay andeutet, am Potlatch entwickelt hatte, in seine Spieltheorie, wenn er das Spiel als eine Gelegenheit zu reiner Vergeudung von Zeit, Energie, Erfindungsgabe, Geschicklichkeit und oft auch von Geld betrachtet. Also im Sinne einer vor dem Hintergrund ökonomischer Gewinnschöpfung unproduktiven, nicht zweckorientierten Verausgabung. Für den Potlatch selbst interessiert sich Kai Loire aber weniger im Rahmen seiner Spieltheorie, sondern im Hinblick auf einen Paroxysmus vom Fest hin zum Krieg. Kai Loire gegenüber Bataille hing einer eher orthodoxen Lesart von Moos an und betrachtete daher den Potlatch as a
as a form of social order informing both festival and war, and which held neither incandescence or sacred appeal. In Paroxysme de la Société geht es Caillois um eine Unterscheidung zwischen einem eigentlichen archaischen Fest unterentwickelter Gesellschaften, das religiös, regenerative und vergesellschaftende, gänzlich gewaltfreie Funktion hatte, und komplexer, ausdifferenzierten Gesellschaften wie im christlichen Mittelalter, in denen das Fest dem Krieg ähnlich sei. This is the era of courtly war, which exists only in a hierarchical world and which opposes only people of equal rank. Warriors by birth and destiny, the common people are merely their valets, auxiliaries or victims. At this stage, war is a game with strict rules. War is a joust. It is close to a game, given the formalism of its conventions, and close to sport because it involves rivalry and competition. It is a physical exercise in which champions must face each other with equal weapons and where the best wins the prize. This concept of war did not emerge from the ambushes and raids of less differentiated populations. It stemmed directly from festival. Caillois bezeichnet das mittelalterliche Turnier und den Zweikampf zwar nicht eigentlich als Spiel, aber close, auf der Schwelle zwischen Spiel und Nichtspiel. Die paradoxe Ähnlichkeit und evolutionäre Übergängigkeit von Fest und Krieg findet sich daher in gewisser Weise in der behaupteten gesellschaftlichen und historischen Hierarchie von Alia zu Agon und im Agon-Alia-Paradox in der Gefahr des Exzess und deshalb notwendigen Disziplinierung wieder. Die Psychology des Potlatch als exceptional form sei in aristokratischen Gesellschaften, that is precisely where war occurs in its courtly form, der Auslöser für die kriegerische Verschwendung. It is the festival in which people risk their lives. However, it divides instead of uniting them. It sets boundaries, and this transitional era, the high point is no longer festival, but is not yet war. Für Caillois steht der Potlatch an der Stelle des gesellschaftlichen Übergangs von Fest zu Krieg. So avanciert die extremste, die Ethnographen am meisten schockierende wie faszinierende Form zum Begriff eines allgemein menschlichen Instinkts, der die Wildheit der ethnischen Fremde sowie der eigenen alteritären vormodernen Vergangenheit hervorhebt und gleichzeitig die verfemten Archaismen und Impulse der Knabenzeit der modernen Gegenwart wieder sichtbar zu machen beabsichtigt, wie im alten Gallien oder Germanien und ähnlich wie bei den Zusammenkünften unserer Studenten, Soldaten oder Bauern, sich jener Potlatsch-Instinkt im Saufen und Fressen oder eben Zerstören von Gläsern bahnbreche. Der Potlatsch, wie er sich in der Rezeption der abendländischen Philosophie seit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in das kommunikative Gedächtnis der Wissenschaften eingeschrieben hat, darf als ein Paradebeispiel für eine inverse Ethnographie gelten. Zu diesem Problem hatte sich bereits Ludwig Wittgenstein in einer Kritik an James George Frasers ab 1911 veröffentlichten und aufsehenerregenden Abhandlungen The Golden Bow und seiner Erklärung und historischen Einordnung archaischer Herrscherriten geäußert. Alles, was Fraser tut, ist, sie Menschen, die so ähnlich denken wie er, plausibel zu machen. Fraser ist viel mehr Savage als die meisten seiner Savages, denn diese werden nicht so weit vom Verständnis einer geistigen Angelegenheit entfernt sein wie ein Engländer des 20. Jahrhunderts. Seine Erklärungen der primitiven Gebräuche sind viel roher als der Sinn dieser Gebräuche selbst. Die historische Erklärung, die Erklärung als eine Hypothese der Entwicklung, ist nur eine Art der Zusammenfassung der Daten ihrer Synopsis. Es ist ebenso möglich, die Daten in ihrer Beziehung zueinander zu sehen und in ein allgemeines Bild zusammenzufassen, ohne es in Form einer Hypothese über die zeitliche Entwicklung zu machen. Wittgenstein zweifelt zwar nicht an sich an der Authentizität der Daten, jedoch grundlegend an ihrer Auslegung, deren Richtigkeit durch die Art und Weise ihrer Darstellung korrumpiert würde. Dabei sind die Daten in Frasers Untersuchung selbst mit äußerster Vorsicht zu genießen.
Ich rekonstruiere in einem kleinen Exkurs einen exemplarischen Fall, von denen es nicht nur in Frasers, sondern in so gut wie allen ethnografischen Texten des frühen 20. Jahrhunderts in unüberschaubarer Zahl gibt. Eines der Beispiele, auf die sich Wittgenstein bezieht, verwendet auch Georges Bataille in seinem Aufsatz »Spiel und Ernst« für seine These von der Souveränität des Spiels durch maximale Verausgabung. Es beschreibt einen angeblichen Brauch aus Südindien, heute Bundesstaat Tamil Nadu, der vorsah, dass nach jeweils 12-jähriger Amtszeit der König von Kolam sich bei einem rituellen Fest unter Beisein seiner Untertanen mit scharfen Messern, Nase, Ohren, Lippen, alle Gliedmaßen und so viel Fleisch wie möglich vom Körper schneiden, bis er sich schließlich selbst die Kehle durchtrennen solle. Bataille bezieht sich auf die Kurzfassung von Frasers 12-bändigen Abhandlungen The Golden Bow, die zwischen 1911 und 1915 in Cambridge erschien. Hier rechts das Cover der deutschen Übersetzung. Dieser Kurzfassung von 1922, in der das Ritual auf Seite 401 beschrieben wird, aber kein Nachweis für diese Schilderung gegeben wird. Bataille hat die Informationen daher nicht selbst überprüfen können oder wollen. Frasier gibt im dritten Teil der ausführlichen Ausgabe Taboo and the Perils of the Soul, Cambridge 1911, seine Quelle an. Duarte Barbosa, A Description of the Coasts of East Africa and Malabar in the Beginning of the 16th Century, herausgegeben und so weiter. Barbosa war zwischen 1500 und 1526 Beamter von Portugies India. Mit seinem Libro de Duarte Barbosa von 1516, in dem er von seiner Reise mit seinem Schwager, keinem geringeren als Ferdinand Magellan, berichtete, wurde er zu einem der frühesten Autoren portugiesischer Reiseliteratur. Dem Namen nach und der beschriebenen Reiseroute zu urteilen, handelte es sich bei dem erwähnten Herrschergeschlecht um das Königtum der Kola, das in der Region der heutigen indischen Bundesstaaten Kerala, Tamil Nadu und Andhra Pradesh sowie auf der Insel Lanka, dem heutigen Staat Sri Lanka, herrschte. Dies allerdings vom 9. bis ins 13. Jahrhundert. Mit dem letzten Regenten Rajendra Kola, dem Dritten, erlosch die Herrschaft 1279 und wurde von der Dynastie der Pandya abgelöst. Als Barbosa seine Reise unternahm, gab es schon seit etwa 230 Jahren keinen König von Kola mehr. Auch handelte es sich jeweils nicht um eine regelmäßig 12-jährige Regierungszeit, wie aus dem geschilderten Brauch zu schließen wäre. Einzig Rajat Hiraja II. Regierte diese kurze Frist, nämlich von 1166 bis 1178, soll aber noch bis 1182 weitergelebt haben. Dass das Selbstmordritual noch zu Zeiten Barbosas wie beschrieben ausgeführt worden sei, diese Suggestion wird durch den Satz »His manner of living is in this wise, that is to say«, ist demnach frei erfunden. Woher Barbosa seine Informationen bezog, ist ganz und gar dunkel. Dass es sich dabei um mündliche Erzählungen aus der mythischen Vergangenheit der Barbosa-zeitgenössischen Einwohner gehandelt hat, deren fiktionaler Anteil nicht weniger erheblich gewesen sein wird wie unseren eigenen Mythen, ist zu vermuten. Nichts deutet jedenfalls darauf hin, dass es einen solchen Kult tatsächlich je gegeben hat. Zurück zur Marcel Mauss und dem Potlatch. Mauss und die meisten seiner InterpretInnen hatten die entscheidenden kolonialhistorischen Ursachen des ethnografischen Befunds vernachlässigt, was überraschenderweise erst in jüngster Zeit in ethnologischen Arbeiten zur Kenntnis gebracht wird. Erst im Kontakt mit den Europäern, die aus ökonomischer Perspektive den Potlatch als maßlos verschwenderisch und unproduktiv beurteilten, wie von religiöser Seite als heidnisch sowie zutiefst materialistisch und daher als moralisch verwerflich verurteilten, geriet das rituelle Schenken, einerseits durch die Notwendigkeit, sich im aus den Fugen geratenen Sozialsystem als Häuptling noch zu behaupten und andererseits durch die plötzliche und massenhafte Verfügbarkeit ausländischer Güter von einem seltenen sozial- und spirituell sinnstiftenden Ritual zu einem hochfrequent durchgeführten und in vielen Fällen ruinösen, von ökonomischem Kalkül getriebenen Wettbewerb. Ein Amendment zum Indian Act von 1884 verbot unter Androhung von mindestens 2 Monaten Zuchthaus mehr oder weniger erfolgreich den Potlatch auf Drängen von Regierung und Kirche, vor allem des Missionars William Duncan, auf der das Ritual als »the most formidable of all obstacles in the way
of Indians becoming Christians or even civilized verteufelte. Zunächst im heutigen Kanada, später auch in den Vereinigten Staaten. Nicht jedoch das Verbot führte zum Niedergang des Potlatch, sondern ein durch christliche Überformung verändertes Wertesystem, der wahren Wertverlust in der Weltwirtschaftskrise und nicht zuletzt eine fundamentale kolonialhistorische Transformation des Potlatchs, die erst eigentlich dazu führte, dass nach allen Richtungen hin Potlatch gegeben wurde, in Erwiderung anderer Potlatch der gleichen Art. Aufgrund dessen Moos der Potlatch als diejenige monströse Ausgeburt des Geschenksystems erscheinen musste, als die er ihn beschrieb. Vielmehr ist in dieser pervertierten Form des postkolonialen Potlatch, auf den sich Heusinger, Kailua, Bataille und viele andere auf der Grundlage von Moos schließlich beziehen, der eigentliche Anlass seiner Kriminalisierung zu sehen. In ihrer wichtigen Neubeurteilung des Potlatch und der Rekonstruktion seines Wesens vor dem Kontakt mit den Europäern analysiert Marie Mosée den kolonialen Ursachen für diese tiefgreifenden, an Wahnsinn grenzenden Veränderungen. Durch die Kolonialisten eingeschleppte Epidemien dezimierten beispielsweise die Gesellschaft der Kwakiutl um 75%. So dass auf unnatürliche Weise und in sehr kurzer Frist viele Vakanzen an entscheidenden religiösen, politischen und sozialen Stellen der Gemeinschaften entstanden, die besetzt werden mussten, um die Ordnung nicht nachhaltig zu gefährden. Die Monetarisierung und Integration der Ureinwohner in die kanadische Industriewirtschaft führten aufgrund dessen neben den wenigen reichen Chiefs zur Bildung einer ebenfalls begüterten Mittelklasse, die ihrerseits aristokratische Bestrebungen geltend machen wollte. Die früher die religiöse wie soziale Stabilität der Gesellschaft garantierenden Bräuche entwickelten unter dem Einfluss des Überangebots an westlichen Waren eine verschärfte Prestigekonkurrenz zwischen den Sippen. Die indigene Gesellschaft wurde zu einem aktiven Teil des kapitalistischen Marktes. Die darauf folgende Preisexplosion durch steigende Nachfrage westlicher wie einheimischer Waren neben den traditionellen Tauschobjekten wie Booten, Decken und Kupferplatten begegnen nun auch Billardtische, Nähmaschinen, Phonographen und Emaillegeschirr, steigerte die Konkurrenz ebenso wie das Bedürfnis, ihr Ausdruck zu verleihen. Das früher nach strengen, genealogisch ererbten, religiös manifestierten und rituell repräsentierten gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien wurden durch kapitalökonomische und marktwirtschaftliche Regeln ersetzt und das Gemeinschaftsgefüge fundamental verschoben. Das Verbot der Stammeskriege durch die kanadische Regierung ließ den Potlatch darüber hinaus zu einer Ausgleichshandlung, zur sublimierten Kriegsführung werden. Moos hatte den Potlatch deshalb auch Eigentumskrieg bezeichnet, deren Ziel nicht mehr in der Begabung, sondern Verausgabung im Sinne von radikaler Vernichtung und von materiellen Reichtümern lag und bis hin zum Töten von Tieren oder Sklaven sowie zur Auslöschung ganzer Dörfer mutierte. Zudem ließ die zunehmende Individualisierung und Entritualisierung des Potlatch die symbolische Bedeutung der beim Fest zum Einsatz kommenden Insignien sowie der Gaben selbst schwinden. Die Ausbreitung und der bis auf die eigene Existenzgrundlage verschwenderische Exzess des Potlatch hängt also, so konnte inzwischen von jüngerer Forschung überzeugend dargelegt werden, unmittelbar mit der durch die Kolonialisten hervorgerufenen Überlebenskrise der Kwakiutl im Einzugsgebiet der Hudson Bay Company zusammen. In diesem Zustand hatte Franz Boas, der Moos favorisierte Quelle war, den Potlatch und die ihn praktizierenden Stämme bereits angetroffen. Das nationalökonomische Zerrbild, das sich aus Boas Aufzeichnungen ergibt, entstand schon daraus, dass Boas das Ritual nur dreimal persönlich beobachtete. 1886, also erst 2 Jahre nachdem der Potlatch vom House of Commons verboten wurde, 1894 und zwischen 1930 und 1931. Ansonsten beruhen seine Schilderungen größtenteils auf den Korrespondenzen mit seinem langjährigen Informanten George Hunt. Boas, ein aktiver Gegner des Rassismus, den er in der schließlich im Verbot mündenden moralischen Aburteilung des Potlatch verwirklicht sah, bediente sich der ethnografischen Verkehrung, indem er den Potlatch eher als eine Form des Handels oder der vorsorglichen Kapitalanlage, denn als eine kolonial bewirkte Verschleuderung von Reichtümern zu charakterisieren, sich bemühte. Die Annäherung betrifft die Übersetzung der indianischen Ökonomie in die westliche Begriffe des Datums, des Kredits,
des verzinsten Darlehens, der Schuld und der Rückzahlung. Die Spiegelung wird schließlich dadurch erreicht, dass die, wie Boas es nennt, Civilized Communities sich selbst in dem ökonomischen System der First Nation of British Columbia wiedererkennen könnten. Wie stark die utilitaristische Nationalökonomie die Welt der Ureinwohner der nordamerikanischen Pazifikregion bereits penetriert hatte, lässt sich eindrücklich als an Boas Terminologie zur Beschreibung des Potlatch-Geschehen aufzeigen, die ein finanzwirtschaftliches Lexikon verwendet. Das Prinzip des Austauschs von Geschenken wird in Kategorien von Loan, Darlehen, Debts, Schulden und Credit, Zinsen, begriffen. Die Funktion des Rituals wird als Economic System, Wirtschaftssystem bezeichnet, der öffentliche Vollzug mit einem Matter of Record verglichen, einem quasi notariellen Akt zur Beglaubigung monetärer Ansprüche. This economic system has developed to such an extent, that is to say, the conditions are quite analogous to those prevailing in our community. Moos hatte zwar die Begriffe wie Schulden, Zahlung, Rückzahlung, Darlehen kritisiert und mit Geschenk und Gegengeschenk ersetzt, ohne sich jedoch an dem folgenreichen Anachronismus der Deutung zu stören, der schließlich weit über eine bloß missglückte Terminologie hinausreicht. Ganz sicher darf man hinter Moos Versuch der kolonialen Dekontextualisierung und Wiedereinsetzung der dem archaischen Gabentausch anscheinend näher stehenden Begriffe die Absicht vermuten, eine frühere Ausgestaltung des Potlatch zu rekonstruieren. Doch bildet seine Interpretation in gewisser Weise das genaue Echo jener Verwirrung, die zwischen 1897 und 1899 die Texte Boas hinsichtlich der Bestimmung des Potlatch durchzieht. Einmal handelt es sich um eine Art Kredit- und Finanzsystem, dann wieder ist der Potlatch eine Form der Investition von Reichtum, jedoch nicht um des Profits willen, sondern im Sinne einer Method of Acquiring Rank. Ein anderes Mal wird er als das generelle, an die ältere Form erinnernde System der Akkumulation und Verteilung von Reichtümern ausgewiesen, oder aber er ist ein Rivals Fight with Property, bei dem es auf eine Durchbrechung des ökonomischen Kreislaufes ankommt. Als Cultus Potlatch, respektive Free Gift, wird er im Sinne des Given for Nothing beschrieben und schließlich erscheint der Potlatch neben seiner in der Erwartung of a Return Gift verwendeten Bedeutung von To Give als ein im Namen der Vorfahren bzw. zum eigenen Positionsvorteil inszenierten Fest der Zerstörung von Reichtümern. Moos sah in Boas Schilderung eine recht genaue Vorstellung von der Funktionsweise des Kredits im Potlatch vermittelt. Auch hatte sich Moos darüber verwundert, dass bei den indigenen Gesellschaften, obwohl seit langem mit den Europäern in Berührung, keine der beachtlichen Reichtumsübertragungen, die dort ständig getätigt werden, auf andere Weise vor sich zu gehen scheinen als in der feierlichen Form des Potlatch, woraus er Authentizität und eine Resistenz gegenüber fremden Einflüssen zu schließen gewillt war. Die einfacheren und in Bezug auf den Verschwendungsakt schwächeren Formen der Tlingit- und Haida-Stämme nennt er demgegenüber bezeichnenderweise verwittert. Jedoch scheint vielmehr das Umgekehrte der Fall zu sein, wie Iris Dermann anhand der zugegeben harmloseren Adaptionen des Fremden in den Cargo-Kulten Melanesiens, dem Airplane-Kult der Tonga, in den Saka-Attacks der Taita-Frauen, im Mu-Igala-Gesang der Mediziner der Kunya oder der Darstellung westlicher Warenwelt auf den traditionellen Mola-Blusen der von der ökonomischen Außenwelt abgeschlossenen Kunya-Frauen plausibel macht. Indem die Molas die Insignien der westlichen Warenwelt darstellen, eignen sie sich, wie die Heil- und Beschwörungsgesänge der Schamanen, deren fremde Substanz an, um dabei der vollständigen Amerikanisierung der Kunya-Kultur höchst wirksam zu widerstehen. Die ständige Integration neuer und fremder Dinge in die eigene Kultur straft nicht nur die Untergangsphantasmen der Ethnologenlügen, die die europäischen Kulturen durch den Vormarsch der westlichen Zivilisation fortwährend bedroht und sich von daher zu einer schicksalsmimetischen Aneignung der geistigen Macht der für die Kunya fremden Dingwelt die Wirksamkeit ihrer Heilverfahren, Beschwörungen und Gesänge nachgerade erhöht. Für den Potlatch lässt sich das so verstehen, dass die durch die kolonialistische Traumatisierung verrückte Lebenswelt die Stämme förmlich zwang, das Fremde,
nicht nur die westlichen Wirtschaftswaren, sondern auch die ökonomischen Verfahren ihrer Akkumulation und Distribution in ihre vorhandenen Bräuche zu integrieren, um es beherrschbar und als etwas Eigenes verfügbar zu machen. Schließlich garantierte ihnen der so transformierte Potlatch einen aktiven Zugang zur westlichen Marktwirtschaft und damit die Möglichkeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit von den Okkupanten zu erreichen und zugleich einen Teil ihrer kulturellen Identität zu bewahren. Nur so ist nachvollziehbar, warum die Kwakiutl nicht nur eisern am Potlatch festhielten, sondern sowohl Quantität und Qualität des Rituals sogar noch intensivierten. Wir haben es also in der durch Moos in die Spiel- und Gabendebatte eingeführten Form des Potlatch mit einem neotraditionellen Ritual zu tun, das nicht nur den zeitgenössischen Ethnographen analog zum eigenen Wirtschaftsdesign, wenn auch in einer äußerst pervertierten Version zu beschreiben, möglich blieb, sondern es auch tatsächlich war. Nicht aber das Fremde, Ursprüngliche tritt in den Augen der Ethnographen als das Archaische, Wilde hervor, sondern tatsächlich ist es das Eigene. Wenn auch das Verfemte.